Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play LEGO Jurassic World mit eurem Bärchen. Wir machen auch kurze Rede, lange Sinn. Und sofort weiter und... Aha, da können wir also wieder... Sind das diese Minigames? Ja, das sind die Raptoreneier, okay. Wurde ich da überhaupt lang? Nee, ne? Aber ich gucke mir mal das hier mal an. Okay. Das sind diese Minigames hier, ja. Aber ich gucke mir mal diese Raptoreneier an, weil mich das doch sehr interessiert. Nee, du kannst nichts machen? Okay. Kann ich ihn kaputt machen? Nein, auch nicht. So, das nehmen wir jetzt noch mit und dann jetzt reicht's auch. Jetzt geht's weiter mit der Story. Oh, halt, kann ich da was ausgraben? Nee. Wir müssen Eric finden, ganz dringend. So, alles schön mitnehmen, damit wir auch nichts vergessen. Jetzt habe ich einen Moment einen Schock bekommen. Ich dachte, die Aufnahme läuft. Ja, aber doch, sie läuft. Okay, da ist wieder ein bisschen was zu wurschteln. Erstmal die Botanik hier ein bisschen kaputt machen. So. Dann kommen wir her, Alan. Wen brauche ich denn dafür? Natürlich Madame. Ah. Ja, dann, hallo? Ist das nicht, dass ich da runtergleiten kann? Na also, wollte ich schon sagen. Auch hier erstmal alles kaputt machen. Denn das ist der Sinn des Spiels. Und nicht das Spiel des Sinns. Ne? Mein lieber Herr Neo. Ja, yeah, komm schon. Jawohl. Was bin ich froh, dass diese Frau keinen Fetisch hat. Ja, so geht's auch. Muss ich jetzt rein? War klar. Dr. Grant, übernehmen Sie bitte. Danke. Ach, da komme ich nicht hin. Doof. So. Weiter schön alles kaputt machen. So, jetzt müssen die Teile auch mal verschwinden. Danke. Ne, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Nein. Ah, Billy. Ich denke immer, Ben heißt er. Der heißt Billy. Ich wollte schon sagen, kannst du... Oh, okay. Dann bauen wir. Und dann... Hat das? Ja, hat er. Okay. Nein, ich will Dr. Grant haben. Danke. Ja, super. Kamera ist echt... Ach so. Ich sollte, glaube ich, auch lieber hier. Und weiter. Dich noch mitnehmen und jetzt hier alles kaputt machen. Ich muss sagen, die Musik ist ein bisschen eintönig, aber ich meine, sie passt schon
zu dem Ganzen. Sie soll ein bisschen die Spannung natürlich aufbauen. Bum, bum. Und gleichzeitig auch sagen, halt wie allein nur so hier quasi rumrennen. Ich mache hier alles kaputt. Alles, was ich hier sehe, mache ich kaputt. Ich lasse nichts Seile. Nix, nix, nix. Auch dich nicht. So. Ich weiß, dass ich da hin muss. Oh, Fisch habe ich hier beinahe übersehen. Ne, das ist ein echter Busch. Ach, eine Infostelle ist das, okay. Ja, ich... Oh, was haben wir denn da? Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Aha, okay. Hopp, wo bist du? Da bist du. B. Zielen. Komm schon! Komm schon! Hier hin. Um dann doch wieder zurückzugehen. Na? Kommen die Viecher hier durch? Achso, der ist. Sesam, öffne dich! So, kommt her! Du möchtest etwas Neues, wie? Ich helfe nur zu gern. Wenn du Pachycephalosaurus, ich nehme den, die sich mit den Köpfen rammen, dann mach keine Sorgen. Diese Dinosaurier haben eine Blablabla. Ein ausgewachsener Ankylosaurus wiegt zwischen 5 und 6 Tonnen und hat einen niedrigen Körperschwerpunkt. Aha. Zuchtstation. Anlage. Wie cool. Also, die gucken uns jetzt erstmal hier alles an. Aha, da brauche ich Dinosaurier für. Okay. Ja, ist schon klasse, wie die das hier umgesetzt haben. Sieht echt schön aus hier. Ah ne, das ist, was bist du? Nein, du bist auch echt. Du bist nicht echt. Okay. Schön alles mitnehmen. Wollte schon sagen, habe ich mich jetzt aufgehangen. Okay, hier gibt es nichts weiter. Dann wir hier hinten noch was kaputt machen. Wahrscheinlich ist schon im Hintergrund irgendwelche Dinosaurier zu sehen, die ich jetzt noch nicht sehe. Die ich irgendwann dann in der Aufnahme erst sehe. Och, da guck mal, da hinten war ja auch schon ein Dinosaurier. Und da war einer. Achso, hä? Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Auch wenn das jetzt ein bisschen langweilig ist, ist das... Müssen wir jetzt durch. Da müssen wir durch. Im richtigen Spiel macht das da. Also, wenn ihr mir richtig mitgeht. Alles kaputt, alles kaputt! Ja, ich weiß, dass ich da reiben soll, aber erst nehme ich nochmal hier unten alles mit. So, so, so. Ja, ich wusste doch, dass hier noch ein blauer ist. Und rein. Sieht aus, als würde der Überbrückungsmechanismus für die Blende fehlen. Oh, ist da etwa ein Teil davon im Automaten? Ja.
Oh, diese alten Monitore, wie süß das alles ist. Ja, geh mir aus dem Weg hier, ne? Bevor ich hier Schießkünste mache. Mache ich hier erstmal alles kaputt. Okay. Muss ich jetzt in einer bestimmten Reihenfolge das Ganze machen oder ist das gleich egal? Ah, lass uns mal überraschen. Jawohl. Hopp. Hat jemand Kleingeld? Das kostet einen Dollar und ich habe nur 60, nein, ich habe 80, 90 Cent. Nee, aber ich habe was Besseres. Ne, kein Feuerlöscher, sondern Madame. Injun hatte seltsame Vorstellung davon, was ein Snack ausmacht. Nun? Und wo ist der Rest? Finden wir schon. Da hoch. Oh, die mit ihrem Megafon hier. Aber was passiert jetzt eigentlich, wenn ich darauf schieße hier? Zwei von vier. Drei von vier und vier von vier. Da geht's auch hoch. Ich brauch dich mal dafür. Da geht's hoch, aber es geht. Oder auch nicht. Komm da nicht hoch. Ich bin zu doof dafür. Wahrscheinlich brauche ich nur springen. Na, dann machen wir jetzt hier weiter, auch wenn es da oben wahrscheinlich ein Secret oder sowas gibt. Ich komme da nicht hoch. Na los. Wahrscheinlich muss ich trotzdem da hoch. Kompis! Oh nein, es sind Kompis! Werden wir schaffen, diesen epischen Kampf zu besiegen? Schaffen wir es! Oh mein Gott, war das knapp! Na, ich sollte lieber nicht so laut sein, weil sonst. Na, sag ich's nicht, da hinten war doch was, hä? Oh Mann. Da geht's doch auch hoch. Naja, dann gehen wir erstmal hier runter. Okay. Oh, ouch. Alles okay, Paul? Und so macht man Dinosaurier? Nein, so spielt man Gott. So, diese Eier sind abgelaufen. Aber was sagt das Leben? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja gut, mit das kann ich noch nicht machen. Da brauche ich ein... Ach, ich kann es kaputt machen. Gut. Kannst du nicht besser springen jetzt? Ach, mal dann. Jawohl! Waren hier nicht Kompis gerade? Ach, ein Bär! Ja, ich bin auch überall. Schade, kriege ich nicht. Na komm, machen wir weiter. Alles schön kaputt machen, es könnte nämlich was Wichtiges dabei sein, was wir brauchen. Hier waren noch Kompis vorhin.
Okay, weiter. Das ist Achtung, Greifarm ist das. Ich habe ihn noch vergessen. Okay. Okay, du wolltest wechseln, aber warum und mit wem? Ach, reparieren. Ein paar echt langlebige Batterien. Kompis! Okay. Ja, ist ja gut. Schalt das Ding mal auf. Das nervt irgendwie, muss ich schon zugeben. Auch du, Chris. Oh, ein Herz, auch wenn ich es nicht gebraucht habe. Ah, ich sehe schon. Wo ist er? Ich brauche jetzt echt... Nee, ne? Nee, ist klar. Ich brauche jetzt wirklich den hier. Na, na. Ja, das war mal episch daneben. Okay. Ist ja gut, ist doch gut. Ich mach's nochmal. Ja, so geht das. Ich höre da was. Ich glaube, in dieser Kiste ist Ausrüstung. Sie klemmt. Kann einer von Ihnen sie frei bekommen? Na klar. Hopp. Bäh. Und die Raptoren hören wir schon. Holla. Ich hoffe, sie funktionieren noch. Na los, rauf und rüber! So, dann kommt mal hinter mir her. Ah, da ist noch so ein Teil. Wie komme ich denn da jetzt ran? Nee. Auf jeden Fall geht's hier runter. Okay. Okay, wir müssen auf dieses Gerüst über uns gelangen. Das wird schwer, wenn die halbe Leiter fehlt. Ah, guck mal, da hinten sieht man schon den einer Velociraptoren. Wie süß. Das hat eine glitschige Angelegenheit, dieses Spiel. Sind das Knochen? Da habe ich eine Idee. Wir müssen diese Knochen da herausbekommen. Wer ist schon dabei? Alan, ich brauchte mal kurz deine Hilfe. Aber bevor es... Ach, ist doch gut. Mann. Das nervt echt ein bisschen, muss ich sagen. So, das Vieh rennt immer noch da, wie süß. Y, genau, wir müssen ja... Hä? Wohin denn jetzt? Ach so. Ja, B. Klang ein bisschen wie R2D2.
Dr. Grant. Dr. Grant! So, wer hilft mir denn dabei? Ja, ist... Ist doch da! Oh, jetzt verliere ich es. Hey, so. Dann dreh mal, ich dachte, ach so. Klasse, aber wir brauchen mehr Druck da drin. Ja, ist doch soweit. Weiter zurück! Brauchen wir eine neue Leiter. Tada! Na also, wollte schon sagen. Jetzt möchte ich aber gerne wissen, wie ich hier in diesen Gang reinkomme. Wie süß dieser Teddy da ist. Ich sehe es nicht. Ich sehe es echt nicht. Nee, ich glaube, da kommt man nicht rein. Noch nicht zumindest. Oder halt, 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 halt. Ha, 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 ha. Das ist so cool, das Viech da. Achso. Kann ich dich schon angreifen? Nee. Rennt er da einfach so durch. Und hoch. Wie geht? Widerlich. Was denn? Nee, ist doch noch alles. Ach, dafür brauche ich den Ian, ne? Ja, na egal. Kommst du höher? Nee, ach dann. Ach, kann ich ihn kaputt machen? Okay. Und weiter. Wieso denn ihr geht widerlich? Hier ist doch nichts. Oh, Entschuldigung, Billy. Ah, okay, da brauchen wir Innen, da brauchen wir Mechaniker oder was weiß ich, wenn wir das brauchen. Wen brauchen wir dafür? Hammond. Okay. Hey, sehen Sie sich nur all die Tiere an, die Sie züchten wollten. Ich sollte ein paar Fotos machen. Dann mach mal ein paar Fotos. Aber bevor ich die Fotos mache, mache ich hier wie immer alles kaputt. Nein, Dilophosaurus! Dilophosaurus, los! Wo bist du? Ich meine, so ein Kompi ist natürlich viel, viel schwieriger. Warte mal, dann gehe ich trotzdem noch einmal hoch, weil ich glaube, da habe ich noch was gesehen. Bevor ich jetzt hier weitermache. Ich meine, da oben habe ich noch was gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Hier geht's doch bestimmt rein. Jawohl, wusste ich doch. Ist so doof, ich sehe es hier nicht. Ist nicht mehr. Ups, Entschuldigung. Ach so, okay, schade. Brauche ich Lex für. Und ich glaube, dann komme ich auch erst hier ran. Okay. Ja gut, okay. Aber wir haben es gesehen. Das heißt, wir können jetzt weitermachen und hier runtergehen. Und Fotos machen. Oh, wie süß. Das sieht aus wie ein Pokémon. Das sah aus wie ein Pokémon. Wie hieß das nochmal? Glumanda, ne? Dann ist das jetzt Goldini. Ja. Sieht aus wie ein kleiner Kompi. Ich nehme den Teddybären als erstes.
auch Herr Bär ist dabei. Ja, er hat einen Gastauftritt ein paar Mal gehabt. Nein, ich hab wieder einen verpasst. Links! Nach links! Oh mein Gott, ist das cool! Warum verfolgen die uns immer noch? Keinen Schimmer. Durch die Türen! Wie cool! Einfach voll Spaß! Nicht auf! Hey, hier her! Ja, 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 ja! War das ein Skelett? Abgeschossen! Um Hilfe. Kommen Sie! Zugstation, Level abgeschlossen, Freispiel freigeschaltet. Ja. Cooper, Landebahn. Amanda Kirby, Abendessen. Freigeschaltet. Nash, Landebahn. Freigeschaltet. Paul Kirby, Abendessen. Freigeschaltet. Limousine, Anlage B. Freigeschaltet. Wahrer Überlebender, Level abgeschlossen, 25 von 275. Geschichte fortsetzen, aber ihr wisst Leute, erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und so. So langsam wird es richtig interessant und sie haben es richtig cool bis jetzt gemacht. Und auch diese Anlage jetzt, wo sie das, wo sie ganzen Dinosaurier gezüchtet haben, sah richtig geil aus. Und mit den Raptoren im Hintergrund auch noch zu flüchten, also Wahnsinn. Also es macht echt Spaß und sowas. Und ja, ich bin gespannt, was uns in der nächsten Folge erwartet. Und bis dahin, abonnieren und liken nicht vergessen, ne? Und tschüssi.